In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die Feinmotorik der Finger verbessern, Verkrampfungen im Handgelenk lösen und komplexe Bewegungen von der Peripherie herführen können. Am Anfang bietet es sich mal an, den Arm ganz gerade zu halten, den Stab dann zwischen die Finger zu nehmen und das Handgelenk entspannt hängen zu lassen. Und dann geht es darum, dass der Stab sich langsam dreht. Aber er bleibt in einer Ebene. Er dreht einmal oben über der Hand und dem Arm und einmal unten. Wie ein Plattenteller, ganz gleichmäßig. Und jetzt kommt es darauf an, dass Sie, um die Beweglichkeit hier zu erhöhen, nicht mit dem Ellenbogen ausweichen, wenn Sie den Stab führen, weil dann ist es recht einfach, diese Ebene zu halten, sondern dass Sie den Arm gestreckt halten. Die Schulter geht sogar leicht zurück, der Arm ist gestreckt, hier hängt es und der Arm bleibt gestreckt. Der aller Ausgleich, der nötig ist, damit der Stab horizontal bleibt, findet im Handgelenk und in den Fingern statt. Die Hand hängt entspannt wie ein Tropfen am Handgelenk, die Finger locker nach unten und der Stab ruht da drinnen. Beim Drehen findet das meist in den Fingern statt. Der kleine Finger streckt sich, der Zeigefinger beugt sich. Der Zeigefinger streckt sich, der kleine Finger beugt sich. Der Daumen ist nicht durchgedrückt, sondern rund und entspannt am Stab. Und die Beschleunigung des Stabes wird nicht aus dem Handgelenk gemacht oder aus den Schultern, sondern indem die Finger Impulse geben. Der kleine Finger gibt Impuls und streckt, der große holt herein. Und auch bei einer schnellen Bewegung bleibt der Daumen nicht starr, bleibt der Daumen beweglich, atmend, macht ein bisschen mit und ist nicht durchgedrückt und starr,